Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute ist die Sorgerechtsverfügung bzw. was passiert mit den Kindern, wenn beide Eltern verunglücken, versterben und es ist nichts geregelt. Es ist eigentlich ganz logisch und einfach, was wird passieren, wenn Kinder alleine ohne Eltern sind, die noch minderjährig sind. Es wird sich als erstes das Jugendamt damit auseinandersetzen müssen. Das ist gesetzlich so geregelt und es wird versucht, für die Kinder das Bestmögliche zu tun. Natürlich wird erstmal gesehen, ob im Familienkreis, im Familienverbund Menschen sind, die die Kinder aufnehmen mögen, können und für die Kinder sorgen wollen. Das ist aber leider nicht immer möglich. Und andererseits kann das Jugendamt auch natürlich fremde Menschen einsetzen, wenn es der Meinung ist, dass diese fremden Menschen besser geeignet sind, für die Kinder zu sorgen. Die Eltern selbst wissen in aller Regel schon, wenn sie Kinder haben, was mit den Kindern passieren soll, wenn sie tatsächlich den Unglücksfall hätten, beide zu versterben. Denn sie überlegen sich, wo könnten wir die Kinder denn hingeben? Wer ist denn geeignet? Wer ist denn der, den wir als Erziehungsberechtigten dann gerne hätten? Und dazu ist es notwendig, dass diese sogenannte Sorgerechtsverfügung auch schriftlich gemacht wird, und zwar handschriftlich. Also das bedeutet, ein Elternteil schreibt auf, was mit den Kindern geschehen soll, wenn beide Eltern tödlich verunglücken oder versterben. Das andere Elternteil schreibt einfach den Satz dazu, das ist auch mein Wille oder das ist auch mein Wunsch und unterschreibt zusätzlich. Wenn Sie nicht wissen, wem Sie die Kinder anvertrauen wollen oder können, dann wissen die meisten Menschen aus meiner Erfahrung, wem sie die Kinder nicht anvertrauen wollen, wenn sie selber entscheiden dürften. Dann schreiben sie einfach rein, ich wünsche, dass die Kinder nicht von Herrn X oder Frau Y betreut werden, sondern ich möchte gerne, dass die Kinder von anderer Stelle betreut werden und das Jugendamt das entscheiden soll. Auch das ist eine Verfügung, die sie treffen können, wenn sie nicht wissen, was wer sich um ihre Kinder kümmern soll und kann. Ein weiterer Punkt ist, und da sind wir beim Thema Testament im Prinzip, es sollte in einem Testament eventuell auch darin stehen, wie das denn ist, wenn die Kinder minderjährig sind, ein Vermögen vorhanden ist, wer dieses Vermögen wie für die Kinder verwalten soll, bis diese volljährig sind. Es sind also zwei paar Dinge zu bedenken und zu erledigen. Einmal ein Testament, in dem drin steht, wer für die minderjährigen Kinder die Finanzen erledigen soll, bis sie volljährig sind. Und zum Zweiten, wer sich darum kümmern soll, wenn die Eltern versterben und die Kinder eine neue Familie brauchen. Ich möchte Sie bitten und auffordern, sollten Sie in der Situation sein und minderjährige Kinder haben, machen Sie das unbedingt und ich hoffe zwar, dass Sie das nie brauchen, dieses Dokument. Es muss handschriftlich erstellt sein mit Ort und Datum und mit beiden Unterschriften der Eltern. Ich hoffe, dass Sie das nie brauchen, aber wenn Sie oder Ihre Kinder das einmal brauchen, dann ist es Gold wert, wenn Sie das niedergeschrieben haben, was Sie als Eltern wünschen. In diesem Sinne für heute. Danke fürs Zusehen. Wenn es Ihnen geholfen hat, einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie meinen Kanal. Erzählen Sie es weiter. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.